mir kommen die Tränen. Ich verdiene mir nur ein bisschen was dazu für etwas Wichtiges. Was auch immer die dir zahlen, das ist zu wenig. Oh, oh, du meine Güte. Oh. Aufhören, ich kann nicht mehr aufhören. Oh Mann, ich lach mich gleich tot. Ich wollte nur kurz mal horchen, ob mein bester Freund auch auf meine Party kommt. Nicht so angezogen, natürlich. Tut mir leid, ich muss Freitag arbeiten. Was? Da habe ich Geburtstag. Wenn ich nicht arbeite, kann ich... ich meine, dann wirst du auf... Hör mal, ich kann nicht dabei sein. Ich kapiere noch weniger als sonst. Ich will damit sagen, dass ich bin zwar hier, aber ich muss arbeiten. Oh, verstehe. Du meinst, ein paar lumpige Dollar mehr sind dir wichtiger als dein Kumpel. Tja, verstehe meine bebenden Lippen bitte nicht als Zeichen tief empfundener Enttäuschung. Hallo, hier bist du, Raven. Wollen wir uns zusammen ein paar Power-Moves ausdenken? Nein. Oh, ich brauche einen Partner. Mir egal. Es ist super leicht. Eigentlich musst du mich nur hochnehmen und wegwerfen. Das war überraschend amüsant. Das sollten wir öfter machen. Da das Verschmelzen unserer Kräfte so gut funktioniert, sollten wir versuchen, noch andere Aspekte von uns zu vereinen. Klingt nicht übel, Mann. Mein Stab und dein Ghetto-Blaster! Oh oh, jetzt haben wir es geschafft! Deinen super coolen Batarang und mein Hightech-Motherboard! Was geht ab, Leute? Oberkrass! Unsere Sandwiches! Also, das war bloß eklig. Das war lustig, aber ich sehe mal nach, was Beast Boy so treiben tut. Was? Wir müssen noch mehr Möglichkeiten finden, uns zu vereinen. Ich glaube, ich habe mich genug vereint für heute. Oh, aber eine Möglichkeit fällt mir noch ein. Alter, was soll denn der Quatsch? Und das unheimliche Lachen. Bist du soweit, Starfire? Ich bin bereit, Beast Boy. Dann geht's los. Der neue Beast Boy Starfire Power Move. Der lodernde Stachelball des Todes. Kidnapping ist mega öde. Gehen wir uns was zu essen holen? Was ist mit dem? Macht mich los! Nein. Hey, Rafe. Passt du für uns auf Speedy auf? Wie ein Luchs. Du bist die Beste! Der Ausgang ist da drüben. Alle Vögel fliegen hoch. War das so alles richtig? Ich find's cool. Ich wollte euch allen nur danken, dass ihr gekommen seid. Und euch, naja, extra meinetwegen freigenommen habt. Ups, wo wir davon sprechen, das wird wohl irgendjemand aufwischen müssen. Mann, ich bin ja so ein Tollpatsch heute. Oh, Reinigungskraft! Ich schätze, mein sogenannter bester Freund wird vorbeikommen müssen und... Wie dumm kann jemand sein? Ich arbeite hier nur, damit ich dir ein teures Geburtstagsgeschenk kaufen kann! Ich hab nie gesagt, du sollst dir einen dummen Job suchen! Aber meine Halluzination von dir im Schaufenster schon! Und dein wahres Ich hat sich über meine Uniform lustig gemacht!
Sollen wir vielleicht eingreifen? Nö, das erste Mal habe ich tatsächlich Spaß auf einer Geburtstagsparty. Oh, wundervoll! Dann ist diese Feier also ein voller Erfolg! Ich glaube, wir brauchen keine Obstkuchen mehr, Granny. So gern was geschenkt bekommst. Das hier wollte ich dir eigentlich schenken, als ich dich noch leiden konnte. Das wolltest du mir schenken? Ich find's toll. Es ist gut gezeichnet und sehr aufmerksam. Dankeschön. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ha! Ist das wirklich notwendig, Speedy? Total. Das mache ich auf all meinen Dates. Oh, Volltreffer! Ich fange an, mir zu wünschen, ich hätte statt deiner Einladung heute lieber Robins angenommen. Moment mal, hast du vorhin nicht gesagt, Robin und ich wären nahezu gleich? Das war sachlich unzutreffend. Du hast gar nichts gemein mit Robin. Leb wohl, Speedy. Ja! Nein! Robin, was machst du denn hier? Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit... Sekunde mal. Die hat sich ziemlich eigenartig aufgeführt. Ja, ich fürchte, er hat eine kleine... War fast richtig. Azarath, Metrion, Zintos! Sag jetzt keinen Ton, wenn ich... Ich sag nichts, weil ich mir an dem blöden Fleischball den Zahn angebrochen habe. Raven, du sagtest was über einen angeknacksten Zahn? Und dieser Knacks ist eine Art Portal, aus dem furchtbare Dinge entkommen, sobald du den Mund aufmachst? Bestimmt hat das was damit zu tun, dass du ein halber Dämon bist. Du hast einen lebendigen Tintenfisch im Mund? Bist du so blöd? Mach den Mund zu! Mach den Mund zu! Du musst dringend zum Zahnarzt. Wir brauchen unsere Sachen. Unsere Kostüme sind hoffentlich gewaschen. Das dürfte ein Problem sein. Sind das unsere Sachen? Der Schleim hat Besitz von ihnen ergriffen. Du das etwa Wäsche waschen? Vielleicht hättest du es selber machen sollen, Robin, so wie es geplant war. Leute, wir haben jetzt größere Probleme, wie es aussieht. Dann bleibt uns nur eins zu tun. Let's go! Unsere Kostüme ziehen uns!
Der Look ist uncool. Mag es ja. Oh, au, au, au. Das ist die garstigste Ladung-Wäsche der Welt. So hatte ich mir unser Ende nicht vorgestellt. Unsere super geheime Waffe ist endlich fertig. Sagt auf Wiedersehen, Titans! Was haben wir denn hier? Den Todeslaser. Das habt ihr also geplant. Schnappt ihn! Sie hat dich ihre Geheimnisse gelehrt. Kleines Liedchen, Kumpel! Jetzt hab ich dich, Robin! Herrschaft ist vorbei, Starfire! Wie ich sehe, habt ihr mein Geheimversteck gefunden. Ja, es ist direkt hinterm Haus, also war es nicht allzu schwer. Nun, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. Ich werde euch alle vernichten! Titans, go! Das sind nur olle Pappkartons, Robin. Die Laser sind wirklich echt? Ich dachte, es wären nur Blinklichter! Dup, 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 dup. Kampfbots? Wann hat sie Zeit gehabt, sowas zu bauen? Zeigen wir es ihnen! Alles okay? Leute, Starfire hat die Bude echt aufgemöbelt, was? Robin! Was gibt's, Alter? Bei mir einzuziehen war ein großer Schritt. Und es war ein grauenhafter Schritt! Verschwinde aus meinem Körper! Niemals! Zusammen sind wir der ultimative Superheld! Das können wir nicht aufgeben! Können wir wohl! Du kommst da jetzt raus! Sofort! Was soll denn das? Oh, jetzt geht's rund! Au! Au, au, au! Hör auf, dich zu hauen! Warum haust du dich? Hör auf, dich zu hauen! Au, au, au! Hey, wie machst du das? Au! Oh. Warte, bin ich das oder du? Ich bin ganz verwirrt. Au, au, au! Jetzt reicht's aber auseinander! Bitte, Robin, das ist nicht ganz normal. Ihr müsst aufhören. Wir brauchen euch beide zurück, aber getrennt.
Bedauere, leider nicht möglich. Nein! Holt ihn aus mir raus! Bitte! Raus mit dir! Zeit für ein paar Power-Moves! Boomerang-Sperrfeuer! Was machst du denn da, Sai? Er zwingt mich zu Power-Moves gegen meinen Willen! Schaltet ihn doch bitte endlich aus! Und dafür gibt's nur eine Möglichkeit! Ultimativer Titan Power-Move! Ihr habt's geschafft, Beast Boy. Ihr habt mich gerettet. Na, Robin, hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Das war ein unglaublicher Power-Move! Fandest du ihn echt gut? Ich fand ihn klasse! Es hat so viel Spaß gemacht, unsere Superkräfte zu vereinen. Ja, es war ziemlich spaßig. Kann ich mich irgendwie daran beteiligen? Alter, ja klar! Bring ein paar deiner Birdranks mit, dann machen wir daraus den ultimativen Extrem-Titan-Power-Move! Das klingt nicht schlecht! Etwas Hilfe! Irgendwer! Etwas Hilfe! Könnte vielleicht jemand den Fernseher anstellen?